Herzlich willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung. Nicki Minaj, ihr Welthit, wurde bereits 900 Millionen Mal auf YouTube angeklickt. Hier im Madame Wachsfigurenkabinett gibt's sie jetzt zu bestaunen. Und unsere Dschungelkönigin 2019 darf sie präsentieren. 2020 fängt schon sehr sexy an mit dem Einzug der wohl heißesten Wachsfigur, die Madame Tussauds zu bieten hat. Nicki Minaj. Die Figur, die direkt aus Las Vegas kam, steht in einem Dschungelsetting, das der von Minaj Anaconda Videokulisse nachempfunden ist. Eingeweiht wird sie darum von jemandem, der sich nicht nur im Twerken, diesen Popo wackeln, aber auch im Dschungel bestens auskennt. Die amtierende Dschungelkönigin Evelyn Bodecki. So, als das Angebot kam, dass du Nicki Minaj präsentieren solltest, wie hat sich das angefühlt? Was hast du gedacht? Es war wirklich eine Riesenehre, hier extra nach Berlin hinkommen zu dürfen, zum Nicki Minaj, die wirklich aussieht wie echt. Ich habe mich auch gerade echt erschrocken, als ich reingekommen bin, weil ich nicht mehr wusste, wer echt ist und wer nicht. Das ist wirklich, Riesenrespekt an die Macher auch. Das ist, also jedes kleinste Detail, wie man hier sieht, ist wirklich Handarbeit und lange Arbeit auch. Und ich persönlich hätte ja schon eine Frage, das frage ich dann gleich, wie lange die allein für den Teil, für den Po gebraucht haben. Das wäre nämlich interessant, weil der Po so knackig ist. Also du musst ihn gleich mal fühlen. Wenn man den in die Hand nimmt, das ist ein gutes Gefühl. Also ich als Frau kann das schon sagen. Und es war wirklich eine große Ehre für mich hier zu sein und Nicki Minaj, diesen Weltstar hier einzuweihen. Wie viel Nicki Minaj steckt denn in einer Evelyn? Ja, bei mir steckt schon viel Nicki Minaj. Sie ist innerlich sehr offen, sehr bunt. Sie ist sehr, sehr, hat ein großes Herz, glaube ich auch, wie man so mitbekommen hat. Und ich habe zwar nicht so viele Klicks wie Nicki Minaj, aber ich glaube, ich habe so viele Klicks wie sie im Kopf. Und ich glaube, das ist toll. Das ist so eine kleine Verbundenheit. Kann man dich auch gerade twerken? Hast du das extra geübt oder bist du so ein Twerk? Ja, ich glaube, meine Eltern kommen zwar aus Polen, aber irgendwie habe ich dieses Twerking im Twerk, also im Po. Habe ich irgendwie ein Twerk-System, dass ich dann twerken kann, auf Knopfdruck. Ja. Ist ja dieser Po nicht naturell, ist ja eine Wachsfigur, aber vielleicht in echt ist er auch nicht naturell. Würdest du dich unter das Messer legen, um so ein Po zu bekommen? Ich denke, ich hätte wirklich Angst, dass mein Po platzt. Spätestens im Flugzeug, wegen den ganzen Strahlen und Wellen. Aber ich glaube, Nicki Minaj kriegt es irgendwie hin mit dem Po. Ich glaube, sie hat da keine Angst vor und sie sagt sich, auch wenn mein Po platzt, dann soll es so sein. Ich bin Nicki Minaj und ich lasse die Bombe platzen. In dem Fall den Po. Sprach gerade an, Flugzeug, jetzt sind die neuen Dschungelstars auf dem Weg in den Dschungel, der leider brennt gerade. Wie war dein Jahr jetzt als Dschungelkönigin? Ja, mein Jahr war sehr turbulent. Man hat es auch fast gar nicht mitbekommen. Ich hatte viele Gefühlsschwankungen von wow, ich freue mich zu, wo ist meine Familie und meine Freunde, wenn man manchmal irgendwo so im Hotel irgendwo in der Welt rumhockt. Aber es ist natürlich eine sehr große Ehre. Ich weiß es sehr zu schätzen und ich freue mich, dass ich das alles erleben durfte und immer noch darf. Und 2019 hat auch viele tolle Dinge, 2020 hat auch sehr viele schöne Dinge für mich, auch da und wir arbeiten an etwas ganz Großem und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Es ist eine schöne Zeit und manchmal so unreal, aber ich lebe meinen Traum und ich könnte mir auch das nicht mehr ohne vorstellen, weil ich es wirklich schön finde und es macht mir wirklich Spaß. Und ich glaube, in jedem Job, also für manche ist ja zum Beispiel Fernsehen nichts, das kann ich ja auch total verstehen, aber ich finde, egal was man für einen Job hat, ob Bäcker, ob Hausmeister, Hauptsache man fühlt sich wohl und ich glaube, das ist die Hauptsache. Das ganz Große darfst du uns noch nicht verraten. Nee, leider nicht. Das hätte ich euch gesagt. Aber du kannst uns verraten, wo du denn die Folgen verfolgen wirst. Wirst du denn jeden Tag dann schauen? Ich werde, egal wo ich auf der Welt bin, also ich fliege jetzt in Urlaub und selbst vom Urlaub aus werde ich TV Now gucken oder irgendwie streamen oder ich werde meiner Freundin sagen, bitte stell dein Handy so auf und nimm alles auf und schick es mir, weil in manchen Ländern kann man ja leider nicht nach Deutschland gucken. Ich werde auf jeden Fall jede Sendung gucken und ich bin natürlich auch in ganz vielen Shows auch dabei, um darüber zu quatschen.
Okay, wir freuen uns auf ein weiteres 2020 mit dir. Ja, danke schön. Ich mich auch mit euch. Ich mich auch, war das richtig? Nee, grammatisch falsch. Ich mich auch mit euch? Ja. Ja, okay. 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 Dankeschön. Ciao. In Las Vegas, wo die Figur vorher stand, wurde wegen obszöner Fotos der Gäste mit der Figur extra Security angeheuert, die die Figur bewachen musste. Für 3 Monate haben jetzt die Besucher Zeit, Teil dieser Kulturbewegung zu werden und in dem ikonischen Musikvideo von Nicki Minaj mitzuspielen. Lass mich aus diesem scheiß Wagen raus. Vergangenen Dienstag haben die Schauspieler Will Smith und Martin Lawrence, alias Mike Lowry und Marcus Burnett, in Berlin den 3. Teil der Buddy Cop-Reihe vorgestellt. 25 Jahre nach Bad Boys und 17 Jahre nach Bad Boys 2. Im 3. Teil der rasanten Action-Komödie geben die coolen Cop-Buddies nochmal richtig Gas. Mike, wir haben mehr Zeit hinter uns als vor uns. Mann, bitte, ich werde noch Kriminelle jagen, bis ich 100 bin. Ich nicht, ich gehe in Rente. Was ist aus Bad Boys fürs Leben geworden? Wird Zeit, dass wir Good Boys werden. Neben den Hauptdarstellern ist auch Produzent Jerry Bruckheimer wieder dabei. Auf Bruckheimers Filmliste finden sich Klassiker wie Top Gun, Beverly Hills Cop, die Fluch der Karibik-Filme und eben Bad Boys Teil 1, Teil 2 und jetzt Teil 3. Die Regie hat nach 2 Filmen von Michael Bay das belgische Duo Adil El Arbi und Bilal Fallah übernommen. To be honest, what the fuck took you guys so long to get back together and come to Germany and present this movie? Well, to Will's credit, he wouldn't do the movie until it was right. So he kept calling me saying, I think we got something, I think we got something. Then I wouldn't hear from him for about 3 months. And he said, I think we got something, I think we got something. Then I wouldn't hear from him for about 6 months. And it kept going on and on. Then finally, when they got the script right, he called me and said, I think we got it right. And now we're here. Yeah, you know, it was 25 years since the first one and 17 years since the second film. And when you wait that long, you can't come out and make a mess, you know. So I've made a couple of sequels in my career, and I was never totally happy with the quality of the sequel, and this was like our baby. Like, this was the movie that really launched both of us, and it had to be right. It had to be a movie that was worthy of coming back to it by itself, not just, hey, wouldn't it be cool to make a third one? And, you know, and I wanted to do something that was great, and I wanted to take a shot at making the best of the 3 movies. And very rarely in sequels do the films get better as you go along. And I think that with this trilogy, I think that definitely in terms of story, definitely in terms of performance, this third is bad boy for life. Wer zum Teufel will diesen Song singen? Mike, ich stecke Sie in ein neues Team. Sie arbeiten jetzt mit der Ammo. Captain Ammo ist eine Highschool-Musical-Boyband mit Kanonen. Du siehst toll aus, Opa. Du bist also der Typ. Einen gibt's immer. Bis es ihn nicht mehr gibt. Das gefällt mir. Teamwork. I'm the definition of half man, half drugs. Master drugs. Bad boy, that's what's up. Marcus, jemand versucht mich zu töten. What do we do in real life to try to what? Defy nature. Defy nature. Yeah. Well, exercise. Yeah. Yeah. I don't know. But, yeah, you know, I just feel like
I'm feeling all of my 50 years old. I feel all of 54. You know, for us, there was like, when, you know, we came into this movie and I was like, I'm doing all my stunts. You know, I don't need no stunt man, just whatever it is. Tom Cruise can do all his stunts. I can do all my stunts. And we had about 3 days of that. We had about 3 days, and we had a scene. calling the subs. I was like, hey, you think we should use our stuntman for this one? And it was, you know, it was really a lot tougher than I imagined. It's a whole lot easier doing a fight scene and trying to fall out of a window and all of that kind of stuff at 25 than it is at 50. Thank God for special effects. Wer will sie töten? Ich traue niemandem, der ihn nicht töten will. Scheiße, setz mich auf die Liste. Vielen Dank, Marcus. Wir haben's verstanden. Danke. Aber Familie ist das Einzige, was zählt. Ich lasse dich nicht allein auf so ein Selbstmordkommando. Ein letztes Mal? Ein letztes Mal. I survived what I've been through. Y'all got drama, the saga continues. He ain't going nowhere. He ain't. Oh, scheiße! Stecker! Du sitzt ein Pitbull! Na los, komm, jetzt mach schon! That they're honest. Mm-hmm. That they're honest to each other. Yeah. They're real to each other. And they would do anything for each other. That's what I love about them. Yeah, that's really at the center of Bad Boys is, you know, that idea, we ride together, we die together. It's like perfect friendship. And it doesn't have to be gentle. And, you know, it doesn't have to be calm. It doesn't have to be sweet. But what it is rock solid. We ride together, we die together. Bad Boys for life. And I think that as humans, everybody is seeking that kind of friendship. Everybody is seeking that kind of relationship. Somebody who sees your life as valuable as their own life, and even more valuable sometimes. So I think it really speaks to that deep human yearning for connection and protection and love and friendship. 17 Jahre Ruhe und die Chemie stimmt noch immer. Bad Boys for Life, ab dem 16. Januar im Kino. Nein! Woher zum Teufel haben die ganzen Helikopter? Mike! Bad Boys for Life! Oh, der Wagen gehört meiner Frau. Sicher die Vordertür! Sie weiß es immer. Bad Boys for Life!